Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich war bei TK Maxx. Ich habe richtig schöne Sachen für den Herbst, für die Zeit jetzt. Und ja, ich finde da immer tolle Sachen. Immer. Und ich zeige die euch jetzt. Los geht's. Ich habe da ja immer so meinen festen Weg, ne? Habe ich euch ja schon oft erzählt. Ich habe euch ja auch schon mit hingenommen in den TK Maxx. Und ich schaue so gerne, stöber ich so bei diesen Kosmetiksachen. Und ich habe ja noch keine Highlighter. Das war jetzt ironisch. Natürlich habe ich Highlighter, aber ich liebe auch Highlighter. Ne? Heute habe ich zum Beispiel den Mr. Strobe von Nee, von Dalton. Das ist ja so mein Klassiker. Ich probiere aber immer gern was Neues aus. Ich habe hier einen gefunden. Das ist eine Highlighting-Palette von Bourjois Paris für 7,99 Euro statt 14,99 Euro. Schaut euch mal diese schöne Verpackung an, ja. Und ich glaube, mich zu erinnern, ja, der hat geduftet. Er ist so ein bisschen wie diese Chocolate. Da gibt es ja so von Too Faced, war das, glaube ich. War das Too Faced, diese Chocolate-Palette? Und von Revolution, die haben das natürlich auch kopiert. Und ja, also das ist die Palette. Ich mache jetzt mal hier die Folie ab und dann zeige ich die euch mal in der Nähe. Moment. Also auch niegelnagelneu, ne? Nicht angedatscht. Das finde ich ja immer auch bei TK Maxx so eine Sache, dass man Sachen findet, wo noch keiner mit den Händen drin war. Und hier habt ihr die schönen Farben. Oh Gott, ich bin so begeistert, weil ja, ich war auch auf der Suche nach einem Blush und da habe ich ja gleich den Blush dabei, diesen Cerise sur le Gâteau. Cadeau und Gâteau, ne? Sehr der Unterschied. Dann Sucre, ja, ich muss jetzt Dark Chocolate, Praline. Ach, das sind einfach so schöne Farben, da freue ich mich drauf. Und ich weiß jetzt nicht, wo diese Firma herkommt. Wird in Polen hergestellt. Das finde ich immer großartig, wenn es eben in der Nähe produziert wird. Und ja, also darüber freue ich mich sehr. Mein erstes Highlight. Ich bleibe jetzt gleich mal bei der Kosmetik, ne? Weil das ist ja so der Weg bei mir, also von dem Make-up zur Pflege. Und da probiere ich ja auch immer gerne was aus. Aber ich habe, wie gesagt, meine Herzpflege oder mein Herzstück in der Pflege ist natürlich Dalton. Und da kommt auch nichts ran. Das ist immer die Basis. Und ich gebe dann gerne mal ein Serum dazu. Oder jetzt in dem Fall habe ich mir ein Cleansing Gel ausgesucht mit Vitamin C. Das kostet 8,99 Euro. Und das ist ein von Provence Beauty. Also scheint französisch zu sein. Ich gucke mal, wo es hergestellt wird. Dann zeige ich es euch auch gleich in der Nahaufnahme. Finde ich jetzt hier nicht. Da steht nur Brightening. Also es hat diesen erfrischenden Effekt. Hier seht ihr die Flasche ganz gut. Und ich weiß nicht, was das für eine Pflege ist. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommt. Es ist eher so eine ja, sehr flüssige Konsistenz. Was ich halt jetzt total gut fand, dass es eine Glasflasche ist. Und dann pumpt man sich, ich muss das jetzt einmal machen, ich will mal wissen, wie das funktioniert. Ah, okay, man pumpt sich das dann so raus, diese Flüssigkeit. Und riecht fast nichts, also nach nichts. Ziemlich geruchlos, finde ich gut. Ja, wird so ein bisschen seifig. Ja klar, soll ja auch reinigen. Ich wische das jetzt mal ab. Ich möchte jetzt nicht hier mit dem Gel sitzen. Ja, also, riecht nach nichts. Es ist aber dann immer noch mal was anderes, wenn man es im Gesicht hat, werde ich dann... Bin ich echt gespannt mit Vitamin C. Ich musste aber aufpassen. Vitamin C ist ja auch wieder was, was die Haut anregt, ne? Und aktiviert. Und ich bearbeite meine Haut total gerne mit leichter Fruchtsäure. Ist natürlich auch Vitamin C, klar. Dann Enzympeeling, Enzymserum. Das kennt ihr ja von mir, von Dalton. Und da muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Deshalb habe ich noch ein Kollagen Reinigungsgel mitgenommen. Das kostet auch 8,99 Euro. Das ist der gleiche Hersteller, auch aus Polen. Und ich bin echt gespannt. Ich muss auch das jetzt einmal gucken. Ah, da ist jetzt ein anderer. Na, ist ein bisschen anders. Moment. Ah ja, das kommt dicker raus. Das ist so ein bisschen... Hat auch so ein... Also es riecht nach nichts. Hat so einen ganz leichten, Minimalsgeruch. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es euch dann bestimmt irgendwann in einem Aufgebraucht-Video erklären, ob es gut war oder nicht. Was aber immer gut ist bei TK Maxx, sind natürlich die Duftkerzen. Und ich bin ja um die bestimmt dreimal gelaufen. Ich war dreimal im TK Maxx, habe die immer stehen sehen und dann dachte ich mir, komm,
Die waren jetzt auch dann fast alle weg. Also das Sortiment hat sich dann schon gut verkauft. Die sind ja jetzt schon auf die Weihnachtsdeko natürlich umgestiegen. Aber die habe ich mir noch mitgenommen, diese Duftkerze für 8,99 €. Oh, die riecht einfach mal so gut. Das ist Pumpkin Spice. Oh, es riecht so gut. Es riecht so gut, aber ich finde auch diese einfach so schön. Und ich weiß jetzt schon, ich werde die dieses Jahr wahrscheinlich nicht abbrennen, obwohl ich nehme mir das ja immer vor, dass ich meine Kerzen auch dann abbrenne. Aber ich schaff's nicht. Ich brenne jetzt dieses Jahr zum Beispiel die Kerzen vom letzten Jahr. Die sind aber jetzt gut in Gebrauch. Ne? Jeden Morgen, jeden Abend in der Küche zünde ich Kerzen an. Und also ich meine, ist die nicht mega toll? Also ich bin total verliebt in dieses Herbstding. Und ich lege da jetzt natürlich wieder Kürbisse daneben und eine Lichterkette. Und dann ist das echt gemütlich. Und dann habe ich ja noch von Scentsy diese Halloween, diesen Stecker. Zeige ich euch dann bei Instagram bestimmt alles. Habt ihr schon gesehen? Das mache ich da auch wieder in die Küche. Und dann hat man so dieses warme, wohlige Herbstgefühl. Ja, man muss das zelebrieren. Dann habe ich mitgenommen Servietten. Die fand ich ultra toll. Für 2,29 € statt 4 €. Also können wir mal bitte dieses schöne Motiv angucken? Ich liebe es. Ich liebe es. Also ich habe einen sehr rustikalen braunen Holztisch, an dem wir essen, Küchentisch. Und dann sieht das sehr schön aus, wenn man dann irgendwie seinen. Ich mag das gern so bunt und ja, man kann natürlich auch alles ganz stilvoll machen, aber so für den Alltag finde ich die perfekt. Ja, ich konnte natürlich nicht an den Weihnachtssachen vorbei. Ich konnte nicht dran vorbei. Ich musste mir, ich finde den so toll, für 4,99 € einen kleinen süßen Nussknacker mitnehmen. Und ich meine, hallo. Der ist doch mal so hübsch mit dem Gesicht und dem Gold und die Stiefelchen. Und ja, also mein Weihnachtsbaum hat sich in den letzten Jahren tatsächlich so entwickelt. Ich habe irgendwann mal ganz früher hatte ich alles so Silber mit so alten silbernen Kugeln. Und dann ging das los, dass ich diese ganzen, also ich liebe es, wenn das so, ich glaube, das ist so dieser Stil, wo man einfach so mixt, einfach ganz viel daran hängt. Und das macht natürlich auch mit Kindern total Spaß, ne? Wenn man jetzt vielleicht einfach sehr puristisch lebt und macht dann einfach alles weiß, ist auch wundervoll. Aber ich finde das auch schön. Ich erinnere mich so dann, als ich Kind war und vor dem Baum stand, vor meiner Uroma. Und dann weiß ich noch genau, was da drin hing. Und ich glaube, deshalb brauchte ich den. Und, oh Gott, den finde ich auch so goldig. So goldig. Das ist dieser Marienkäfer für 5,99 €. Und ich meine, hallo? Können wir bitte mal gucken, wie süß der ist? Also ich bin total verliebt in diesen Marienkäfer mit diesen Beinchen und dem Gold. Und oh Gott, ich finde den einfach so toll. Das war auch der letzte, der da hing. Ich glaube, ich hätte mir gern mehr genommen, aber da war nur noch der eine und den habe ich mir dann gekrallt. Auch hier unten ist er so gold mit schwarz. Und ja, die behandle ich dann auch sehr vorsichtig, weil ich nicht möchte, dass die kaputt gehen. Aber meine Kinder sind ja jetzt nicht mehr in dem Alter, also als die Kleine noch so und auch mein Sohn, wenn das so gefährlich ist, so die ersten 2, 3 Jahre, da habe ich dann natürlich auch die Plastikkugeln, die dann da ständig runtergeballert werden. Aber jetzt sind die älter und da freue ich mich, wenn wir das dann schmücken. Das macht mich einfach froh. Ich habe noch was sehr Praktisches mitgenommen und zwar dieses ein Kabel. Das hat mein Sohn, glaube ich, eingepackt. Ich überlege jetzt für 9,99 € statt 23 von Mophie. Also die technikaffinen Zuschauer unter euch, die werden das vielleicht jetzt erkennen. Und ja, also das haben wir gebraucht. Da sind irgendwie so 3 Stecker für iPhone und iPad. Jetzt zeige ich euch was. Das habe ich eigentlich auch mir gekauft. Es ist auch schon ausgepackt. Ich zeige sie euch gleich ausgepackt. Natürlich, das ist von. Ich muss die direkt rausholen. Ich wollte euch nur auch noch einmal die Schachtel mitzeigen. Außerdem steht da ja auch der Preis. Das ist dieses Häschen für 14,99 € von Dieter N. Geddes. Und wir haben ja von diesem kleinen, also von diesen Tierchen schon die Katze. Und also ja, ich finde das so süß. Ich habe dann da auch nicht Nein gesagt. Ne? Die Kleine, die war mit im TK Maxx und kam dann angerannt, Mami, Mami, mit diesem Hasen. Und dann habe ich nur so gesagt, okay. Also ich finde das so süß. Und sie geht auch so liebevoll mit diesen beiden Püppchen um. Und man kann auch hier die Mütze noch abmachen. Ne? Dann sieht man richtig den Kopf. Dieses kleine süße Matzel mal in der Nahaufnahme. Ich finde das so niedlich. Ja, und das hat sie jetzt auch, hat sie direkt so ein Bettchen gebaut, wo sie das reinlegt mit dem anderen zusammen. Und ja, ich finde die echt süß.
Mein Sohn hat sich aber auch noch was mitnehmen dürfen. Der hat sich dann diesen Land Rover ausgesucht. Mal gucken, ob er den überhaupt auspackt. Der kostet 16,99. Doch der wird den schon auspacken, weil der ist ja ferngesteuert. Ich weiß aber auch, dass er gerne solche Sachen einfach verpackt irgendwo hinstellt. Wir haben ganz viele, natürlich so Automodelle, die er gar nicht auspackt, die in der Schachtel bleiben. Und ja, aber ich denke mal, mit dem wird er fahren und das ist so ein Klassiker. Ich finde das sehr cool. Also wenn er vielleicht so Richtung Weihnachten denkt oder Nikolaus. Und ich weiß auch, dass bei TK Maxx, genau, das ist diese Marke hier. Diese Raw Star, glaube ich, heißt die. Hier könnt ihr es ganz gut sehen. Diese Marke, die habe ich schon mal gekauft vor Jahren. Da hatte er sich so ein BMW i3 ausgesucht. Dieses Auto hatte der so lange. Oh mein Gott, der war sogar mit dem Teil draußen. Und er war viel kleiner. Also ich glaube, das ist so eine gute Marke und für das Geld echt okay. Naja, die, die hier immer reinschauen und meine Hauls von TK Maxx kennen, die wissen, dass ich nicht ohne Pasta den Laden verlasse. Und ich habe mir diesmal diese kleinen Kubota mitgenommen. Die kosten 3,49 €. Ich liebe genau diese Marke. Und genau dieses Svevo. Svevo? Svevo. Ich weiß nicht, wie man das spricht. Und diese kleinen Nudeln. Ich habe da ein so tolles Rezept von Heidi. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Heidi. Rosella Mia, die hat ja auch viele Jahre hier ganz, ganz tolle YouTube-Videos gemacht. Und bei Instagram ist sie total aktiv und wir sind befreundet. Wir schreiben uns oder sprechen uns regelmäßig Sprachnachrichten und irgendwann hatte sie immer in ihrer Insta-Story dieses Pasta Piselli. Das ist so ein Pasta-Rezept mit Erbsen und ich mag eigentlich gar nicht so gern Erbsen und mit Nudeln dachte ich so, oh, gar nicht. Und dann hat sie das aber so oft gezeigt und irgendwann dachte ich, okay, komm, du probierst das jetzt. Und dann habe ich Pasta gemacht, genau. Und dann hat sie mir ganz schnell das Rezept gewhatsappt. Dann habe ich das gemacht. Und ich bin süchtig danach. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mir das schmeckt. Das ist so simpel, so ein One-Pot-Gericht in 10 Minuten fertig. Und man braucht dafür aber spezielle kleine Nudeln. Und ich werde dann mal Heidi gleich hier ein Bild schicken und gucken und sie fragen, ob ich jetzt die richtigen erwischt habe. Weil genau mit, glaube ich, so, also darf man nicht mit großen machen. Das müssen so extra Nudeln sein, die die Italiener dafür nehmen. Und das ist in Italien sowas ganz Gängiges. Also wenn ihr Italiener dabei seid, ihr kennt das Rezept natürlich alle. Und ich liebe es. Naja, und ich bin halt so ein Italien-Fan und ich mag auch die ganzen süßen Sachen, die italienischen Backwaren. Hier die Dinger mit Haselnussfüllung zeige ich euch auch hier obligatorisch in jedem TK Maxx Haul. Da sind diese kleinen und ich liebe die. Ich esse da Tatsache nur eins zum Kaffee und es ist so mein Highlight, wenn ich so Nachmittag die Kinder abgeholt habe und dann stresst du nach Hause und dann musst du eigentlich ja wieder weiterschaffen und machen. Dann lasse ich mir einen Kaffee durchlaufen, nehme mir hier so ein Teil und mir geht's gut. Also das nächste, das hätte ich auch gern selbst, aber ich habe es jetzt für meine Kleine gefunden und ich bin so begeistert. Das ist ein richtiger schöner, warmer, kleiner Mantel von Donna Karan. Der kostet 39 99 und es ist so ein schöner, also ich bin super happy damit. Man kann ihn dann hier so umschlagen. Sie hat den auch direkt angezogen im Geschäft, war super glücklich. Also die hat den, wollte den auch dann nicht mehr ausziehen. Der kostet normalerweise 130 €, was ich auch gezahlt hätte, wenn ich ihn irgendwo anders gesehen hätte. Na wohl, dann hätte ich schon drüber nachgedacht. Das ist ja das Tolle bei TK Maxx, ne? Ihr macht ja die Schnäppchen überhaupt und ja, super Material, natürlich alles original, ne, super schön verarbeitet und oh, so kuschelig weich. Also, wenn ihr das anfassen könntet, wie weich das ist. Sie hatte das an und die steht ja auf solche ganz weichen Sachen, ne? Also dieses, die war so ganz glücklich, die ist so verschwunden mit dieser Kapuze. Und ich weiß, dass sie sich da sehr freut, weil sie ist sehr eigen mit Kleidung und Jacken und ja, wir steigen ja gerade um. Ach, und auch hier, das muss ich euch unbedingt zeigen. Hier so diese Details. Seht ihr das? So einen schönen kleinen, diese kleinen Knöpfe und alles in Gold. Auch natürlich der Reißverschluss. Muss ich euch auch zeigen. Und das ist auch ein Reißverschluss, der so in zwei Richtungen geht. Also hier, die Leute, die sich auskennen, die wissen das jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Ach, kann man die etwa wenden? Oh mein Gott, das ist eine Wendejacke. Das sehe ich jetzt erst. Sie kann die also auch so dann tragen. Großartig. Wenn wir dann im Schnee sind, dann kann sie einmal die Jacke drehen und sieht aus wie ein kleiner Eisbär. Und es passt natürlich perfekt zu dem kleinen süßen Häschen, ne?
Oh Gott. Ja, also ich raste aus. Aber mein Sohn hat auch Sachen gebraucht. Und zwar, was ich total gerne da kaufe, sind die Kuschelhosen. Habe ich jetzt die hier für 16,99 statt 29,90 von dieser Marke. Und das sieht dann halt auch gleich immer irgendwie ein bisschen schick aus, wenn er dann. Also, es sind ja nicht ganz so old. Es gibt ja echt so ganz schlimme Jogginghosen, aber ich finde die immer noch ganz gut. Genau, die habe ich mitgenommen. Und was er auch noch total cool fand und sich ausgesucht hat und echt gefreut hat, das ist dieser, ja, so eine Strickjacke, ne, mit Reißverschluss. Und finde ich echt ganz schön mit diesem Blau und Weiß. Da steht dann drauf Petrol. Und der kostete 19,99 € statt 39,99. Also das ist halt schon auch wieder ein kleiner Schnapper. Und ja, also bei diesen Sachen muss man echt immer gucken und auch so ein bisschen suchen, auch bei, obwohl bei den Kindersachen, also in meinem TK Maxx hängt das alles 1A. Ich suche mir dann die Größe und dann gehe ich da durch und dann finde ich eigentlich sehr leicht immer sehr, sehr schöne Sachen. Und ich hätte da noch viel mehr nehmen können, aber das geht ja auch nicht. Ne? Man muss da ja auch irgendwie gucken, dass es nicht dann. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich muss mich ja da auch immer irgendwie zurückhalten. Und ich habe gar nicht für mich geschaut bei den Klamotten. Was mir jetzt so ein bisschen gefehlt hat, dieses Mal waren so die Düfte. Also so diese Raumdüfte, die finde ich gerade nicht mehr. Und auch Seifen hat sich auch total reduziert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber zum Beispiel hatten die wieder ganz tolle Taschen. Bei mir steht auch immer eine Chloé-Tasche. Die haben sehr, sehr schöne Sachen und also ich finde, es lohnt sich immer. So, und jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich habe euch alles gezeigt. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich mich da richtig doll drüber freue, weil ihr müsst euch vorstellen, ich war vor einer Woche bei TK Maxx und natürlich das Häschen hat meine Kleine schon im Einsatz. Aber alle anderen Sachen hatte ich in einer Tüte, weil ich dachte, du zeigst die erst im Video. Und jetzt ist es für mich nochmal so, oh, ich freue mich jetzt nochmal über die ganzen schönen Sachen, die ich jetzt gleich alle verpacken, auspacken werde, benutzen werde. Und ja, also wenn euch das Video genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich kostenfrei abonnieren, die kleine Glocke aktivieren, bei Instagram mal vorbeischauen. Dann nehme ich euch auch immer mit durch mein Leben, so gut es geht. Hab auch da mehr Austausch mit euch, ne, weil da auch viele Frauen natürlich oft reagieren, mir irgendwas schreiben, was fragen und ich schaffe es da nicht immer alles zu lesen. Und ich weiß, es gibt da manchmal, sehe ich Nachrichten, die sind dann von einem Jahr, vor einem Jahr und ich bin dann echt, es tut mir dann immer so leid, dass es einfach untergeht. Wenn ihr da eine ganz wichtige Sache habt, die euch auf dem Herzen brennt, dann schreibt da einfach jeden Tag. Irgendwann sehe ich das, ne, das ist klar, dann wird das natürlich angezeigt. Und ja, also. Macht es euch gemütlich, kuschelt euch ein, genießt die Jahreszeit. Also das hat ja alles was Schönes, ne? Auch so diese, ja, diese Farben oder wenn es dann halt auch nicht mehr so bunt ist, ne? Also hat ja alles seinen Reiz und ja, also ich wünsche euch alles Liebe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.